Nach 223 Kilometern konnte nur das Fotofinish den Sieger zwischen Mark Cavendish und André Greipel ermitteln. Und es ist der Brite, der mit seinem 28. Etappensieg bei einer Tour de France mit Bernard Hinault gleichzieht. Cavendish liegt jetzt nur noch 6 Etappensiege hinter dem Rekordhalter Eddy Merckx. Nach 3 Tagen im Departement der Manche und dem Erfolg Peter Sagans in Cherbourg am Sonntag geht es für die 198 Teilnehmer ins Innenland. Die Etappe startet in Granville und führt über 223 Kilometer nach Angers. Eine sehr flache Etappe mit schnellem Finish. Nicht wirklich für Fluchtversuche geeignet, doch das entmutigt Amindo Fonseca nicht. Der Franzose von Fortuneo setzt sich in seinem Heimatdepartement Ille-et-Vilaine in Szene und zieht ab dem ersten Kilometer davon. Der Mann aus Rennes fährt 7 Minuten Vorsprung vor einem mit 33 Stundenkilometern gemächlich fahrenden Feld heraus. Es herrscht ausgelassene Stimmung, bevor der Veteran Thomas Voeckler sich entschließt anzugreifen. Der Mann, der an seiner 14. Tour de France teilnimmt, setzt 90 Kilometer vor dem Ziel zur Verfolgung von Cekas an und holt seinen Landsmann schnell ein. Beim Zwischensprint 50 Kilometer vor Angers liegen die beiden Franzosen 1 Minute vor dem Feld. Und das wacht dann langsam auf. Auf den langen Strecken des Maine-et-Loire zieht Lotto Soudal das Tempo an und Fonseca und Voeckler fallen 8 Kilometer vor dem Ziel wieder ins Feld zurück. Es kommt dann wie erwartet in Angers zum Massensprint. Greipel startet gut, doch Cavendish schafft es im letzten Moment an ihm vorbeizuziehen. Hinter den beiden fährt der Franzose Coquart vor dem Vortagessieger Peter Sagan über die Ziellinie. Ich bin so glücklich über diesen Etappensieg. Die Jungs sind unglaublich. Bernie Eisel hat 20 Kilometer im Wind gearbeitet. Edwald und Ronny haben sich nicht vor der Verantwortung gedrückt. Und Martin Renshaw auf den letzten Kilometern, was kann man da sagen? Das ist super für Dimension Data. Die Leute waren bei der Teamgründung sehr aufgeregt. Andere haben gelacht, aber wir haben das ignoriert. Wir sind präsent. Wir haben unseren Sponsor stolz gemacht. Und vor allem sammeln wir Geld für die Stiftung Kubeka. Das ist wundervoll. Es ist nach seinem Erfolg in Utah Beach der 2. Etappensieg Cavendishs bei dieser Ausgabe, während sich Coquart wieder mit dem 3. Platz zufrieden geben muss. Marcel Kittel liegt in der Gesamtwertung knapp vor Christophe Laporte, während Sagan heute 4. mit 8 Sekunden Vorsprung vor Alaphilippe am gelben Trikot festhält. Kilometer lang wird die Etappe morgen zwischen Saumur und Limoges. Es geht durch die wundervollen Täler der Haute-Vienne und es müssten sich auf der geraden Zieleinfahrt wieder die Sprinter hervortun.